Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Endergames, zu einer weiteren Runde Minecraft Minigames. Und ich muss sagen, ich ziehe das Ganze jetzt doch etwas anders auf. Ich werde die ganzen Sachen nicht mehr wirklich vorstellen, sondern ich spiele einfach irgendwas von Minecraft, worauf ich gerade Bock habe. Denn ich habe gemerkt, das Ganze bearbeiten und so, es hat mir nicht so wirklich Spaß gemacht. Und daher würde ich mich einfach auf das Spielen, auf das Let's Playen beschränken wollen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns gleich in einer Runde Minecraft Endergames. So, es geht so gut wie gleich los. Hoffentlich bekommen wir ein bisschen Eisen oder Diamanten vielleicht sogar, damit wir uns ein Schwert craften können. Ich starte als Barbar, habe also am Anfang eine Lederrüstung und ein Holzschwert. Das ist unser Vorteil im Gegensatz zu anderen. Mal gucken, was wir so bekommen. Ich nehme mal hier die Kiste in der Mitte. Da sind zwei Eisen. Sehr gut, wir haben zwei Eisen. Das reicht mir eigentlich auch schon. Dann gucken wir jetzt, legen wir jetzt mal unsere Lederrüstung an. Da hinten war eine Kiste, okay. Die wurde schon entdeckt. Hier ist eine Kuh. Wir brauchen noch ein bisschen Nahrung. Wäre vielleicht auch ganz nett, wenn wir davon ein bisschen hätten. Hat leider nicht so viel abgeworfen, die Kuh. Aber ich höre hier noch weitere Kühe. Da ist noch eine Kuh. Ja, in Endergames geht es halt darum, so lange wie möglich zu überleben. Beziehungsweise am besten bis zum Ende zu überleben. Und man kann eben andere halt auch töten. Oh, guck mal, hier ist noch was Schönes drin für uns. Ich weiß gar nicht, ob wir das Gold jetzt noch bekommen haben. Ist auch egal. Wir brauchen erstmal zwei Holz hier, damit wir uns eine Werkbank und ein paar Stöcker machen können, um uns ein besseres Schwert machen zu können. Von daher wandeln wir das jetzt einfach mal in Holzbretter um. Und dann machen wir uns diese schönen Sachen doch einfach mal. So, komm, bisschen schneller, bisschen schneller, bisschen schneller. Die Schutzzeit läuft gleich ab. Man hat am Anfang immer 60 Sekunden Zeit. Und, okay. Soweit, so gut. Ich habe immerhin ein Diamantschwert. 29 Blöcke, 24 Blöcke. Okay, hier ist irgendwo einer. Sieht man mit dem Kompass halt immer gut. Hier ist gerade eine Kiste gejoint, aber ich weiß nicht so richtig, wo die Leute sind. Oh Gott, ist hier ein Bomber? Bomber-Kids gibt es auch. Die sind richtig doof eigentlich. 52 Blöcke, okay, der ist eigentlich weit genug weg. Oh ja, noch viel mehr Eisen. Hervorragend. 39, 38, 38, 38. Okay. Mist, der kommt näher, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Ich versuche mir einfach mal einen Helm zu craften. Okay, er ist immer noch weiter weg. Gut, dann können wir uns den Eisenhelm mal aufsetzen. Und vielleicht gehen wir Spectre Muck jetzt einfach mal angreifen. Sieht man unten im Chat halt immer. Ah, da oben auf dem Baum ist er. Vielleicht können wir uns anschleichen. Vielleicht klappt das. Oh nein, wir wurden geportet. Das ist das Besondere an Ender Games. Hier werden die Kisten geportet, die Items in den Kisten, Werkbänke, nee, Werkbänke nicht, glaube ich, aber Zaubertische und so weiter. Und man selbst auch. Das ist das Üble. Das heißt, man kann in voll böse Sachen geportet werden. Moment. Oh, sehr gut, den können wir doch kriegen, oder? Den können wir doch kriegen. Sehr gut, wir haben einen getötet. Oh, hervorragend. 112 Blöcke, dann erstmal was essen, um uns zu regenerieren. Aber wenn wir den jetzt nicht bekommen hätten, dann wäre ich auch wirklich sehr, sehr schlecht. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass ich in diesem Spiel sehr, sehr schlecht bin. Das steht außer Frage. Oh, wir haben sogar noch 4 Eichenholzbretter bekommen, das ist hervorragend. Dann können wir uns nämlich noch ein Gold-Dings machen, Goldharnisch. Der schützt uns ja auch nochmal ein bisschen mehr als dieses olle Lederzeugs. Wo ist der nächste Spieler? 38 Blöcke. Okay, erstmal was essen. Hauptsache nicht vergiftet werden durch das rohe Fleisch. Okay. Wir sind auch voll regeneriert. Da ist er. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Vielleicht kriegen wir ihn. Okay, er läuft schon mal weg. Oh nein, das ist ein anderer. Der hat ein Diamantschwert sogar. Oh gut, aber wir haben ihn bekommen. Wir haben ihn bekommen. Wie sieht's aus? 235 Blöcke. Wir haben richtig viel Ruhe gerade. Dann gib mir mal das Diamant. Da ist das Diamantschwert schon mal, okay. Hat der noch Rüstung an oder sowas? Irgendwie sowas in die Richtung. Zwei Diamanten hatte er da noch. Komm, der hatte doch noch richtig coole Rüstung, oder nicht? Hier, Eisenstiefel sind doch schon mal wunderbar. Hatte er nicht noch mehr? Enderperlen muss jetzt nicht sein. Keine Hose oder so? Keine Hose? Keine Hose. Okay, wie sieht's aus? 201 Blöcke. Gib mir mal die Werkbänke. Ich weiß, die habe ich gerade erst weggeworfen, aber egal. Man geht doch auch so viel schöner, ne? So, dann bau die mal hier. Ah, verdammt. Wo
Wo ist der nächste Spieler? 17 Blöcke. Oh, oh, er kommt rein. Er kommt rein. Jawohl, wir haben ihn auch. Was, hier ist noch einer? Nein, ich wurde vergiftet. Okay, das war ein Skorpion. Scheinbar oder sowas in die Richtung. Wo ist der nächste Spieler? 212 Blöcke, wir haben wieder Zeit. Oh, 20 Eisen. Gott im Himmel. Was haben wir für ein Glück? 20 Eisen. Gut, wir brauchten eine Hose. Auf jeden Fall, ich bin voll nervös gerade. Ist nicht so das optimale Spiel, glaube ich, für mich, weil ich einfach viel zu hektisch werde. So, und jetzt auch noch ein Eisenbrustpanzer. Okay. Ich glaube, ich habe gerade mein Eisen weggeworfen. Ist scheißegal eigentlich. So, das tauschen wir dann mal aus. Und wie sieht's jetzt aus? 284 Blöcke, okay. Dann essen wir mal was, um uns noch vollständig regenerieren zu können. Das können wir mal tauschen hier. 64 Pfeile, meine Fresse, hatte der viel. Den Bogen benutze ich eh selten, weil ich nicht gut damit umgehen kann. Wir haben jetzt volle Eisenrüstung. Das natürlich hervorragend ist. 110 Blöcke, okay, alles gut. Alles gut, wir wurden geportet, aber wir sind in Sicherheit. Dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt einfach mal in den Angriff auf den nächsten. Versuchen wir mal einen zu finden und den fertig zu machen. Hoffentlich baut keiner Fallen, weil man kann natürlich auch ganz einfach Fallen bauen, wenn man geportet wird und so. Und wenn man Obsidian-Blöcke anditcht, dann wird man schneller. Das kann für uns auch nur ein Vorteil sein. Ich mag aber eigentlich nicht hier so in den Bäumen kämpfen. Fällt mir eigentlich weniger gut. Okay, nimm mal den. Irgendwo hier ist er. Aber ich sehe ihn noch nicht. Da hinten sehe ich ihn. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Ich weiß nicht. Oh, geportet worden. Mann, habe ich mich erschrocken. 19 Blöcke. 19 Blöcke. Irgendwo hier. Wo bist du? Läuft er weg? Kommt er her? Er kommt her. Okay, er kommt her. Er kommt her. Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Lass uns mal so tun, als wenn wir Angst haben. Das gibt's doch nicht! Ich bin... Was ist denn das für ein Riesenloch gewesen? Nein! Wir waren unter den besten dreien. No! Okay, weiter geht es mit der zweiten Runde. Hoffen wir, dass die ähnlich gut läuft, aber vielleicht am Ende etwas glücklicher für uns, dass wir nicht unbedingt in ein Loch sterben. Wenn dann im Kampf, nicht durch Sturzschaden. Wobei mir einfällt, wir hätten auch was machen können dagegen, ne? Ach, egal. Wenn man stampft, glaube ich, funktioniert das... Also wenn man in Smash stampfen würde, würde das zum Beispiel funktionieren. Ich gucke hier gerade mal noch so ein bisschen nach. Nee, okay, scheinbar nicht. Also wenn man Shift drückt, meine ich einfach nur. Ich bin nicht gewohnt, Ender Games zu kommentieren, weil es einfach ziemlich, ziemlich schwierig ist. 7 Stück haben wir, 7 Gold. So, stirb mal, stirb du auch mal. Wir brauchen auf jeden Fall schön viel Fleisch erstmal für den Anfang. Gut gestartet sind wir ja nicht. Hier ist einer, guten Tag, gib mir mal... Ach, verdammt. Gib mir dein Holz, gib mir dein Holz. Kann ich ihn behindern? Ich kann ihn behindern, so. Ich behindere einfach mal Giuste. Ist voll die Pussy-Taktik, aber egal. So, springen immer wieder hier vor. 30 Sekunden. Einfach mal ärgern, richtig böse eigentlich, richtig übel. Oh nein. Der wird die bestimmt gerade benutzen, oder? Ich versuche die einfach mal abzubauen. Und den wegzunehmen. So, komm, kriegen wir vielleicht noch eine Hose in der Zeit hin. Komm, gib mir. Wo ist er? 11 Blöcke. Okay, komm, komm. Okay, der versucht uns anzuzünden. Funktioniert im Wasser nur nicht allzu gut. Komm her. Komm her und stirb. Stirb. Oh, wirft der Pfeile noch. Mann, der kennt sich aber ein bisschen aus. Ein paar Möglichkeiten hat er genutzt, die er so hatte. Und man sieht schon, dass ich richtig noobig bin. Normalerweise muss man den auf jeden Fall sofort töten. Mann, der lebt immer noch. Er mit seinem scheiß Feuerzeug hier. Komm jetzt her. So, wir haben ihn. Okay, wir gehen erstmal unter Wasser. Und essen was. Um uns zu erholen. Oh, der hatte Goldbeinschutz bei sich. Ah, nee, das war... Unsers. Wo ist der... Na, wir haben unseren Goldbeinschutz weggeworfen. Warum? Okay, Känguru mit Eisenschwert. Aber wir haben Rüstung. Ist natürlich auch ein Vorteil.
Känguru kann halt super gut springen. Oh, wo? Von wo denn? Von wo? Mann! So ein Scheißdreck. Okay, eine dritte Runde hängen wir noch ran und dann war's das für heute. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr mehr Endergames sehen wollt. Und keine Sorge, ich werde sicherlich irgendwann noch ein bisschen besser werden. Mit PvP habe ich bislang nicht viel am Hut gehabt und ich bin dabei, das gerade so ein bisschen zu trainieren. Von daher hoffe ich, dass es irgendwie mal klappt und wir uns steigern können. Ein bisschen gesteigert haben wir uns auf jeden Fall schon. Okay, wir haben ein paar Diamanten, einen Diamanten immerhin. Wäre cool, wenn hier irgendwie noch einer drin liegen würde. Aber ich glaube nicht. Oh, verdammt, wir springen genau ins Wasser. Ausgerechnet dahin, wo wir nicht so leicht rauskommen. Mal gucken, ob wir irgendwo eine Endertruhe oder sowas finden. Ich glaube es eher nicht. Aber vielleicht haben wir ja mal Glück. Komm, gib mir eine Endertruhe, gib mir eine Endertruhe, gib mir eine Endertruhe. Da hinten ist, glaube ich, irgendwas. Das könnte auch ein Verzauberungstisch sein. Nee, es ist eine Endertruhe. Sehr geil. Sie ist weg. Aber da hinten ist noch eine, die ist auch weg. Die wird sich der andere schnappen. Aber wir müssen dahin. Wir müssen dahin. Wir haben keine andere Wahl. Okay, Eisen, Gold nochmal ein bisschen. Ah, nicht so das Wahre, ey. Nicht so das Wahre. Es reicht nicht mal für ein Eisenschwert. Und ein Goldschwert ist, glaube ich, nicht besser als ein Holzschwert. Von daher können wir da hinten hin. Entweder ist es eine Kiste oder ein Obsidian-Block. Nee, es ist sogar eine Kiste. Okay, dann gib mir mal deinen Inhalt. Jetzt könnten wir uns halt ein Eisenschwert tatsächlich machen. Feuerzeug können wir eigentlich auch mal mitnehmen. Für den Notfall. Wo sind die Leute? Ziemlich weit weg. Dann holen wir uns doch auch diese Kisten da hinten nochmal. Ich hoffe, die sind nicht hinter der Absperrung. Nein, alles gut. Okay, nochmal ein bisschen Eisen, nochmal ein bisschen Gold. Hervorragend, nochmal ein bisschen Eisen. Super. Da hinten ist ein Obsidian-Block. Wir haben leider keine Nahrung. Das ist unser Problem. Das waren gerade Erfahrungsfläschchen, wer es nicht kennt. Da hinten ist einer. Ich glaube, der hat keinerlei Rüstung. Der geht gerade an eine Kiste ran. So, komm, rein, einfach rauf, einfach rauf, einfach rauf. Einfach rauf, einfach rauf, einfach rauf, einfach rauf. Sehr gut. Wir haben ihn. Hatte er zufällig... Ja, ein bisschen Essen hatte er dabei. Das ist schon mal immerhin etwas. Der Kompass zeigt uns immer, aus welcher Richtung unsere Feinde kommen könnten. Rohen Fisch haben wir noch. Okay, geportet worden. 57 Blöcke. 57 Blöcke. Okay, dann buddeln wir uns hier einfach mal rein. Komm, 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 ein bisschen schneller. Einmal noch. Einmal noch. Sehr gut. Und dann gib mir das mal. Dann bauen wir uns hier einfach mal drin zu. Und ich hoffe, dass wir dadurch ein bisschen Ruhe haben. Vielleicht klappt das ja, diese Taktik. Habe ich selbst noch nirgendwo so gesehen. Aber wer weiß, vielleicht funktioniert es. Können wir uns auf jeden Fall erstmal ein bisschen was aus Eisen machen. Ein Eisenschwert zum Beispiel ist schon mal ganz nützlich. Ein Eisenbrustpanzer können wir uns machen. Und wir können uns ein Eisenhelmchen noch machen. Das funktioniert. Und wir können uns sogar noch eine Goldhose machen. Also wir haben viel Stoff bekommen. Und zusätzlich auch noch Goldstiefel, die wir nicht anziehen können. Die wir nicht anziehen können. Ah, verdammt, wir müssen weg. Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Enderperle ins Wasser. Und jetzt zieh das an. Zieh das an, mein Freund. So, so. Okay, und jetzt hoch mit uns, hoch mit uns, hoch mit uns. Keine Ahnung, wo der andere Typ so ist. Da hinten ist er. Okay, wir haben durch die Enderperle auf jeden Fall überlebt. Mal gucken. Wir haben es leider nicht mehr geschafft, halt unsere Schuhe zu bekommen. Aber passt schon. Wo ist jetzt der Typ hin? Da irgendwo, zeigt der Kompass. Da irgendwo. Okay, wir sind gerade noch so entkommen. Ist natürlich doof, dass wir schon gleich wieder geportet wurden. Das ging echt zügig. Schade, schade, schade. Aber, ja gut. Viel Nahrung haben wir halt nicht, ne? Hat nicht mal ganz gereicht, um das aufzufüllen. Verdammt, wir brauchen zum einen Nahrung. Hier ist der nächste Spieler. Ich weiß gar nicht, ob ich da unbedingt hin will. Oh mein Gott. Wo bin ich gelandet? Ich bin irgendwo eingebuddelt. Super toll. Wie weit sind die nächsten Spieler entfernt? Ein bisschen. Lass mich mal hier raus. Vielleicht war es auch eine Falle. Kann natürlich auch sein. Wir sind wieder im Wald. Okay. Und wir sind zumindest
wieder voll regeneriert. Das ist ja schon mal was. Wieder alle Herzen beisammen. Es gibt halt auch sehr, sehr starke Kits, aber die muss man eben sich erst freispielen, frei kaufen sozusagen. Das ist ein bisschen doof, weil das ziemlich, ziemlich lange dauert. Und wenn man schlecht ist, dauert es eben noch länger. Und dadurch werden die Besseren immer besser und die Schlechteren immer bleiben halt so schlecht, ne? Und das ist so das Problem an der Sache. Bitte lass da ein bisschen Nahrung drin sein. Nicht wirklich, bloß wieder Erfahrungsfläschchen. Die bringen uns aber auch nichts. Eigentlich nicht. So, 73 Blöcke noch. Kann hier nicht irgendwo ein Tierchen sein? Oder Endertruhen mit Essen. Ah, verdammt. Ich brauche kein Eisen. Okay. Essen. Essen ist gut. Hoffentlich ist... Oh doch, da sind welche in meiner Nähe. Ja, battelt euch mal und jetzt gehe ich auf dich. Okay, komm. Komm her. Nein! Verdammt! Okay. Das war's mit Minecraft Ender Games. Wie ihr seht, hat das alles noch ein wenig mehr Potenzial, sowohl von meinen Fähigkeiten als auch vom Kommentarstil her. Ist mir auf jeden Fall bewusst, dass ich noch nicht wirklich gut bin und dass ich noch wesentlich besser werden muss in allen Belangen, was Ender Games angeht. Aber es braucht halt alles Übung, ne? Und von daher werde ich das wahrscheinlich noch ein bisschen öfter bringen. Schreibt mir aber in die Kommentare, ob ihr es öfter sehen wollt oder ob ihr es total scheiße findet. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Ist auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend, aber es macht Spaß. Bis dann. Tschüss.